Hier stehen Fahrräder. Stehen hier Fahrräder? Ich habe auch ein Fahrrad. Move Relearner. Okay. Move Relearner. Moment mal. Material some old move. Okay, yes. This. Twin Needle, das würde ich mir eigentlich haben. Das war ziemlich stark. Das kann auch Twin Needle. Sehr schön. Habe ich 2000 bezahlt, aber okay. Gut, dann macht es natürlich nicht Sinn zu entwickeln. Sondern man soll die dann wirklich so weit wie möglich hochziehen. So, kann ich mit euch schon kämpfen? Die Leute nennen das die Nuggetbrücke. Kämpfe uns 5 und gewinne einen fabelhaften Preis. Denkst du, du hast, was es braucht, um das zu schaffen? Beedrill! Poison könnte gehen, Bug ist halt Quatsch, deswegen Fury Attack. Flop, 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 nicht nochmal flop, schade. Fury Attack! Die sind Level 10, Alter. Mein höchstes Pokémon ist Level 20. Bam! Bam! Ah, schau, nur 2 Hits. Bite ist nicht effektiv. Oh, ich hab's verfehlt. Bam! 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 Ich könnte auch meinen Kauboga einsetzen, aber irgendwie ist das Quatsch. Der würde die halt one-shotten, der ist Level 18. Moment, ich stelle noch kurz was ein. So. War noch ein Kakuna, Alter. Der hat ja nur sinnlose Käfer-Pokémon. Ist Level 10. Ich glaube, ich ein bisschen übertrieben mit meinem Trainieren zwischendurch, wenn die hier Level 10 sind. Wow, gut gemacht. Du bist echt gut da drin. Guck mal weiter. Ich bin Zweite. Jetzt geht's ernsthaft los. Oh. Let's go, Pikachu! Pika, Pika! Und schon muss eigentlich reichen. Gegen Vogel-Pokémon? No, dann doch nicht. Aber jetzt. Super effective. Shiny Pokémon. Ach je. Ich kann mein Tabuga ansetzen, das ist eine Pflanze. Flop. Gast. Ich glaube, das ist Windstoß. Mein Ausweichen ist gefallen. Das ist egal. Du bist eh tot. Was? Wieso nennt denn Beedrill jetzt Rage? Ja, wenn denn für Stringshot? Wie konnte ich nur verlieren? Ich bin Nummer 3. Bereit dich vor. Boden. Oder wäre ich jetzt Pokémon Wasser dran? Los, Schillock. Ein Critical Hit. Das ist zum Glück nicht sonderlich effektiv.
super effektiv und tot. Ich weiß mal nicht, was gegen Gift effektiv ist. Was ist ein Biss? Ach komm, ich will selber Bite machen. Alter! Ist doch dumm jetzt. Ja, Super Potion. Alter, dieses Flinchen ist so nervig. Dass man nicht angreifen kann. Und noch ein Besuch. Finally, ey. Holy shit, war das schwierig. Oh, ich hab verloren. Du musst lieber heilen gehen, ey. Moment mal, laufe ich denn hin? Da links ist es hoch. Ich bin normalerweise gewohnt, dass man, wenn man direkt runterläuft vom Gameboy, direkt zum Pokémon Center kommt. Dass man gerade von der Straße runterläuft. Was nämlich in der goldenen und der blauen Edition. Yes, please. Tschüss. 17 Uhr ist es, okay. Bam, die ersten drei habe ich. So, du bist nächstes dran. Ich bin Nummer 4. Bist du schon müde? Nö, eigentlich nicht. Ich hab mich gerade überholt. Das hat Gift. Da wollte ich nicht hin. Ah, ich bin schon wieder mal passiert. Not very effective. More Fury Attack. Nicht viel besser. Poison wollte ich nicht versuchen, der Typ ist halt gut. Du kannst das schaffen! Beedrill, Beboar, los geht's, jawohl. 14 gegen 16 gewonnen. Aber jetzt muss ich mal Pokémon wechseln. Nehmen wir mal das. Kampf. Aquaknarre. Ach ne, nicht Poison. Ah, natürlich vergiftet. Aquaknarre. Ich bin schon vergiftet. Aquaknarre! Immer das gleiche. Nix probieren. Ich hab verloren. Problem ist, jetzt hab ich einen Vergifteten und einen fast tot, muss ich wieder reingehen. Super nervig. Oh, muss ich glaube ich mein Spinnchen rausmachen aus meinem Zimmer heute Abend. Wie ist ein Käfer eigentlich sehr effektiv? Gibt's da welche hier? Weiß ich gar nicht, mich gerade gar nicht. Hier ist auf jeden Fall der Fahrradladen. Aber der will irgendwie 9 Millionen von mir haben. Oder ich brauche halt einen Coupon und den habe ich noch nicht. Den habe ich noch nicht. Hoch.
So, der letzte. Auf geht's. Camper Ethan. Okay, ich bin Nummer 5. Ich werde dich kaputt machen. Oh, ein Mengsi. Probieren. Oh, das kann... Twin Needle kann vergiften. Interessant. Nur, dass ich nicht erstens dran bin, ist ein bisschen doof. Flug gegen Kampf gut. Ja, ruckzuckieb. Kann es schnell beenden, sehr schön. Also der Einzige in der Hand. Ja. Yeah. Vermute, ich werde dich kaputt machen müssen, wenn ich stärker werde. Ich hab's versucht. Ach nö. Wer bist du denn? Glückwunsch! Du hast die 5 Herausforderungstrainer besiegt. Hier, der Preis. Nebenbei. Wie würdest du es finden, für die Marke zu arbeiten? Wir sind eine Gruppe von professionellen Kriminellen, die sich auf Pokémon spezialisiert haben. Willst du mitmachen? Bist du sicher? Komm schon, tritt bei. Ich sagte doch, tritt bei. Okay, du musst raus aus Überzeugung. Ich mache dir ein Angebot. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Oh shit, Level 22. Das ist ja wieder ziemlich stark. Ja, bin ich überhaupt vorher dran? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, ja. Puh, ja, machen wir mal damit. Aua, a critical hit. Oh, fuck. Und tot. Shit. Ruckzuckieb. Da macht er fast nichts. Ach Gott. Macht diese Attacke viel Schaden. Moment, warum hat die Attacke so viel Schaden? Holy shit! Bite. Aua! Ist super effektiv, ja, hat nur dann nicht viel gemacht. Ach komm. Ich bin tot. Fuck. Kann man mal einen Ruckzuck haben. Der 22 ist halt doch hart. Jo, Blackout. Shit. Muss ich mich irgendwie doch, bevor ich da hochgehe, muss ich also irgendwie noch ein bisschen mehr trainieren. Da darf ich nicht hin. Gibt's hier inzwischen irgendwie Superbälle oder sowas? Was hättest du gerne? Pokebälle, Potions, Repel. Ja, gibt's nicht. Wo bin ich hier? Okay. Niemand da? Hallo? Auch niemand drin, okay. Doch, da ist ein Junge. Moment. Ich habe etwas, das ich tauschen möchte. Guck mal. Ich habe einen Cleffer. Und möchte einen Clefairy haben.
Ah, das ist Clefairy, dieses komische Ei-Pokémon. Clefairy? Das ist doch die Tonstufe, oder? Nö. Hab ich nämlich nicht. Badim, bim, bim. Slowbro. Vamos. Sonic Boom. Komm schon, Slowbro. Nutz Sonic Boom. Ein Lamos, das ist falsch. Ah, es ist so schwer, Pokémon zu kontrollieren. Pokémon-Gehorsamkeit hängt von deiner Fähigkeit als Trainer ab. Ja. Mir ist was aufgefallen, dass ich nochmal zurückgehen muss und nämlich mir was holen muss, blöderweise. Ich hätte nur gerne Flug vorher gehabt. Ja, Old Man Greg, was ist mit dir los? Ich habe früher gekämpft, als ich dein Alter war. Aber heute bin ich zu alt für sowas. Aber es war die Entwicklung und Selbstentwicklung. Ich mein, hä? Ich weiß nicht, was Watershed ist tatsächlich, wie ich das übersetze. Dumm. Ein bisschen so ungünstig. So, ich muss aber mal zurück. Die haben dann einen Shiny Gardas, okay. Da werde ich wahrscheinlich ein bisschen trainieren müssen. Ich wollte aber noch ein Stück zurück, weil ich die Kopfnuss nicht gelernt habe oder nicht lernen kann. Weil ich da wohl was verpennt habe. Deswegen müssen wir nochmal durch den Mondberg gehen. Moment mal, den kann ich jetzt skippen, oder? Wenn ich mir das da angucke. Yes. Ah, da muss ein Pokémon dick können. Kann's nicht. Ja, no. Ja, nur wenn ich Schaufler kann ich da durch. Okay, das ist natürlich doof.